Janet Yellen erwartet enorme wirtschaftliche Auswirkungen von der Invasion in der Ukraine. Finanzministerin Janet Yellen sagte voraus, dass die Welt enorme wirtschaftliche Auswirkungen von der russischen Invasion in der Ukraine erleben werde. In vorbereitet Bemerkungen der am Mittwoch vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses gehaltene Beamte der Biden-Regierung bekräftigte zunächst die Bedeutung internationaler Finanzinstitutionen, wie des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, als entscheidend für die Bewältigung der Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen. Wie Erholung von Covid-19 und Klimawandel. Yellen verurteilte Russlands Invasion in der Ukraine als einen inakzeptablen Affront gegen die auf Regeln basierende globale Ordnung und sagte, der Konflikt werde enorme wirtschaftliche Auswirkungen in der Ukraine und darüber hinaus haben. Zum einen ist die globale Ernährungssicherheit durch Störungen in der Ukraine und in Russland bedroht, die zusammen fast ein Drittel der weltweiten Weizenexporte kontrollieren. Russlands Invasion hat den Lebensmittelfluss für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt unterbrochen und die Preise in die Höhe getrieben, sagte Yellen und erklärte, dass die Finanzinstitute wesentliche Arbeit leisten, um sowohl die kurz- als auch die langfristigen Auswirkungen auf die globalen Lebensmittelpreise anzugehen und Versorgung und schnell auszahlende Budgethilfe, Finanzierung zur Unterstützung der heimischen Nahrungsmittelproduktion und soziale Sicherheitsnetze. Zum anderen argumentierte Yellen, dass der Ukraine-Konflikt den Bedarf an nachhaltiger, erschwinglicher, sauberer und sicherer Energie für Wirtschaftswachstum und Sicherheit für die Vereinigten Staaten hervorhebt. Sie bemerkte, dass Finanzinstitute Energieeffizienz und Kapitalinvestitionen in verschiedene Energiequellen und weg von Lieferanten wie Russland hin zu Solar, Wind und anderen nicht auf fossilen Brennstoffen basierenden Energiequellen fördern, ein Schritt, von dem sie behauptet, dass er stärkt Energiesicherheit und reduziert kurzfristige Preisrisiken für fossile Brennstoffe, während gleichzeitig die langfristige Bedrohung durch den Klimawandel angegangen wird. Yellen erläuterte weiter die Hilfe, die internationale Finanzgruppen der Ukraine angeboten haben, etwa 1,4 Milliarden Dollar an Sofortfinanzierungen des IWF und 3 Milliarden Dollar von der Weltbank. Präsident Biden hat über 30 Länder zusammengebracht, die weit mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft repräsentieren, um schnelle, strenge Sanktionen und Exportkontrollen gegen Russland zu verhängen, sagte sie. Das Finanzministerium arbeitet auch gemeinsam mit unseren Partnern daran, Russland daran zu hindern, Leistungen von IFIS-Letter in Anspruch zu nehmen. Sowohl die Weltbank als auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBWE, hatten seit der rechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 die Genehmigung neuer Finanzierungen für Russland eingestellt. Seit der Invasion haben diese Institutionen weitere Maßnahmen angekündigt, um den Zugang Russlands und Weißrusslands zu Finanzmitteln zu verhindern und nicht finanzielle Unterstützung. Yellens Rede kam, als die Vereinigten Staaten angekündigt weitere 100 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine. Seit Russlands Invasion in der Ukraine am 24. Februar haben die Vereinigten Staaten mehr als 1,7 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe für die ehemalige Sowjetrepublik investiert. Die Welt ist schockiert und entsetzt über die Gräueltaten, die die russischen Streitkräfte in Bucha und in der gesamten Ukraine begangen haben, sagte Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung. Die Streitkräfte der Ukraine verteidigen weiterhin tapfer ihr Land und ihre Freiheit, und die Vereinigten Staaten stehen zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern unerschütterlich zur Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine. The Daily Wire ist aus einem bestimmten Grund eines der am schnellsten wachsenden konservativen Medienunternehmen Amerikas für aktuelle Nachrichten, investigative Berichterstattung, Sport, Podcasts, eingehende Analysen, Bücher und Unterhaltung. Weil wir an das glauben, was wir tun.
Wir glauben an unser Land, an den Wert der Wahrheit und die Freiheit, sie auszusprechen, und an das Recht, der Tyrannei entgegenzutreten, wo immer wir sie sehen. Glauben Sie dasselbe? Werden Sie jetzt Mitglied und schließen Sie sich unserer Mission an.